Kennen Sie das Gefühl Déjà-vu? Sie gehen zum Beispiel morgens früh auf der Reise in einem fremden Ort von der kleinen Hotelterrasse fort, wo die anderen alle noch Zeitung lesen. Sie sind niemals in dem Dorf gewesen. Da gackert ein Huhn, da steht eine Leiter und Sie fragen, denn Sie wissen nicht weiter, eine Bauersfrau mit riesiger Schute und plötzlich ist Ihnen so zumute wie Erinnerung, die leise entschwebt. Das habe ich alle schon mal erlebt. Kennen Sie das Hotelgefühl? Sie sitzen zu Hause, das Zimmer ist kühl, der Tee ist warm, die Reihen der Bücher schimmern matt. Das sind Ihre Leinentücher, Ihre Tassen, Ihre Kronen. Sie wissen genau, dass Sie hier wohnen. Das sind Ihre Kinder, Ihre Alte, die Gute. Und plötzlich ist Ihnen so fremd zumute, das gehört ja alles gar nicht mir. Ich bin nur vorübergehend hier. Kennen Sie, das ist schwer zu sagen, nicht das Hungergefühl, nicht den leeren Magen, Sie haben ja eben erst Frühstück gegessen. Sie dürfen arbeiten für die Interessen des anderen, um sich Brot zu kaufen und wieder ins Büro zu laufen. Hunger nicht, aber ein tiefes Hungern nach allem, was schön ist. Nicht immer so lungern, auch einmal ausschlafen, reisen können, sich auch einmal Überflüssiges gönnen. Nicht immer nur Tag für Tag Arbeiter. Ein bisschen mehr, ein bisschen weiter. Sein Auskommen haben, Jahr aus, Jahr ein. Es ist alles eine Nummer zu klein. Hunger nach Farben, nach der Welt, die so weit. Kurz, das Gefühl der Popligkeit. Eine alte, ewig böse Geschichte. Aber darüber macht man keine Gedichte.